So, das immer wieder. Aber jetzt etwas erfolgreicher. Oh! Ich glaub's ja nicht. Tobi, hier ist was für deine Spitzhacke. Dieses rote Zeug. Ich wollte es nur sagen. Geh doch jetzt weg hier. Das ist aber jetzt dunkel geworden. Halleluja. Ich verstehe es nicht, warum man manchmal die Schwestdinger setzt und manchmal nicht die Fackel. Ja, das ist wirklich komisch bei dir. Oh, eine Harp hier. 51. Ja, okay. Aua. Gesundheit oder irgendwas in der Art. Scheiß Viecher. Sorgt beim Tragen für dich, ja. Der Bergmann-Helm, der funktioniert überhaupt nicht. Da leuchtet. Vielleicht erst anmachen? Ich wüsste aber nicht wie. Ach, ich muss ihn als Hauptausrüstung tragen. Oh. Dann vergiss es. Hast du die Tränke dafür, oder? Habe ich. Also nach unten hier ist nichts. Habe ich mein Schwein dabei? Ach, ich hab gedacht, ich hab noch Blöcke dabei.
habe. Aua. Ohne Witz jetzt. Alter, wo kommt der jetzt? Oh, eine Eidechse? Was bist du denn? Bleib weg. Was soll das sein? Amethyst? Ein Amethyst, wenn ich das muss. Der Amethyst. Manchmal treffe ich genau, aber es geht trotzdem durch. Hab ich nicht bestaubt. Vielleicht was drin verstecken. Mhm. Na, da oben geht's weiter. Okay. Oh, cool. Tobi. Ja, wie tauben die Viecher. Thanks. Mann, ich hab angefangen. Das ist mal ich. Doch, ich hab angefangen. Ja, dann holst du halt. Dann ist kein Bock wieder hochzurennen, nicht. Du willst da einmal was zeigen und dann das. Oh, noch mehr. Das ist cool.
beide Rüstungen wie blöd, ey. Wir tragen beide die gleiche Rüstung. Bern hat auch schon irgendwelche Stiefel, du. Was hast du gemacht? Ich bin ziemlich wieder abgelegt. Du musst ja am Stich gerechnet hast. Da ist mir runtergefallen. Da war die Gier größer als die Vorsicht. Tja. Wie bei euch beiden, oder? So, ich hab Harpien bekämpft, ich bin da nicht rübergelaufen. So arschig eigentlich. Doch so schnell, ich kann nicht mal die Sterne einsammeln. Ja, ich hab ja auch Hermesstiefel. Oh, guck mal, ich hab auch Hermesstiefel. Hier ist sowieso nix. Gar nicht an, weil ich hier alle Harpien hinter mir habe. Ja, dann komm mal nach vorne, dann ist noch gleich ein paar mehr. Oh, prima, oh. Ich bin ja gleich tot. Tschüss. Nachtreuen, Trank. Bist du gleich tot, du Fluchte. Wie meinst du? Gleich tot, das ist mein Problem. Finden wir endlich eine und dann diesen Scheiße. Wieso geht denn das nicht? Alter, ohne Witz jetzt. Wieso geht denn das nicht schneller? Geht schneller. Nee, geht's nicht. Warte. Mach die Harpien tot und zeig's. Du bist gleich tot. Ja, ich weiß. Alter! Wieso geht das bei dir so schnell? Oh. Ich hätte gerade mitten im Fall sein müssen, ey. Ich war mitten im Fall. Ich hab mir damit gerade den Arsch gerettet. Mann, ey. Achtung. Thank you.
Oh, bitte, ey, ohne Witz jetzt. Ich... Tobi, was machst du denn hier? Gerade gestorben oder was? Nö, bin zu rühren. Achso, okay. Taschen ausleeren, ja. Oh, zu lange gebaut, da haben wir nicht so eine scheiß Insel gefunden. Da ist doch nichts drauf. Gibt's doch nicht. Du dich mal wieder bitten, Kevin. Ich stehe ja immer direkt vor der Tür. Das Triande, ey. Hallo? Auf der anderen Seite sind wir bestimmt 10 Meter weiter. Gibt's keinen Bock mehr. Habe ich halt schlechte Ausrüstung, was soll's. Was hast du für Ausrüstung? Nichts. Ich habe nichts. Ich habe nur das, was wir erschaffen haben. Ja. Es ist doch was. Naja. Nichts ist gar nichts. Also es liegt eigentlich hier nackt. Ja. Hast du eine komplette, hast du eine komplette Rüstung an, oder? Was? Schlittschuh? Was? Taucheruhr und Fessel, das war's. Aber Schlittschuh. Ja. Ich bin keiner mehr. Ich will keine Hermes oder Jump-Stiefel oder irgendwas Double-Jump, schneller rennen. Ist zum Beispiel hier ein Fuß, zwischen noch ein Kobaltschild drin? Nein. Plus 1 Abwehr, plus 2% Schaden. Ach, schade. Da ist noch ein Fessel drin, plus 3 Abwehr. Oh, ja auch nicht. Und beschwer dich nicht. Hier liegt genug rum. Ich will aber. Find meine eigenen Sachen. Seite. Es muss ungefähr die gleiche Höhe sein wie bei der anderen. Keine Ahnung, ob es die gleiche Höhe ist. Ja, kommt ungefähr. Ja. Was denn? Auf der Höhe sind die auch sein. Viel Spaß. Ich glaube, es gibt immer so 4 bis 6 pro Map. Ich werf jetzt die Voodoo-Puppe in die Lava. Kannst du dich damit ausrüsten? Achso. Was für eine Voodoo-Puppe? Ja, ich hab's in die Kiste gelegt, fürs Team. Welche denn? Eine? Ich weiß es nicht. Ach, die Schneiderpuppe war das, ne? Nein. Ich glaub, da passiert nichts. Natürlich nicht. Ich hab sie auch gefunden. Ich weiß nicht, ob da Schneiderpuppe... Die Guide-Puppe! Die vom Guide, wenn du die reinwirkst. Da kommt die Wand aus Fleisch. Sieht aber anders aus. Ich glaube, die sieht doch anders aus, ne? Mhm. Ich meine, die Wand aus Fleisch sieht nicht wirklich wie eine Wand aus Fleisch aus, sondern wie was anderes. Aha. Also meine Wand aus Fleisch sieht auch so aus. Du hast eine Wand aus Fleisch. Oh Mann, ey. Seufz. Ganz, ganz großes Seufz. Komm, lass uns mal wieder zusammen aufnehmen. Mhm. 3 Folgen später. Ach nö. Ja, bevor wir die machen, es wird in der Hölle ganz viel Platz schaffen. Einen geraden Weg. Ich mache hier gar nichts mehr. Oh, ich habe eine Insel gefunden. Natürlich hast du eine Insel gefunden. Sag doch kurz auf der anderen Seite, ne? War aber nix. Super Dolles drin.
Für was ist das gut? Ja. Keine Waffe, keine Flügel. Für Flügel bastelt man sich drin. Ein Ballon war drin. Ach, ein Ballon. Doppelsprung. Die höher springen. Höher springen. Nein, will ich nicht. Oh, meine eigenen Sachen. Genau. Ist er muckelig? Ja. Ich hab meine Tage. Oh, ich hab Bernstein gefunden. Okay, gar nicht gemerkt. Flügel können wir erst im Hardcore-Modus machen. Was? Zwiebeln? Zwiebeln. Zwiebeln gibt's erst im Hardcore-Modus. Das ist Hardcore-Zwiebeln. Okay. Schau mal den Tobi zu, wenn er was sagt. Bei den Zwiebeln? Alter. Jetzt liegt hier bei den Beschwörungen die Schneider-Voodoo-Puppe drin. Ich dachte, das ist eine andere Voodoo-Puppe. Ich weiß nicht, ob man mit der auch was machen kann. Du kannst den Schneider beschwören. Mach dir Kleider. Nein, ich werde mir jetzt meine eigenen Sachen machen. Könnte ja jeder kommen. Jeder Schneider, ne? Da. Wieso? So. Ciao. So, ein Banner habe ich noch. Das Zombie-Banner mal wieder. Okay, dafür ist die Schneiderpuppe da. Nämlich? Kannst du den Schneider töten, wenn du sie kriegst? Den Schneider. Dann kriegst du einen roten Hut. Wenn du es bei Nacht machst, dann erscheint Skeletron. Aha. Na sowas. Dann erscheint Skeletor. Ja, warum nicht? Das kann man beliebig oft durchführen. Ruf mal E-Man und dann ist eh erledigt. Das ist ja praktisch, weil er halt viele Items droppt, die er beim ersten Kill nicht droppt. Angeblich. Haben wir ja beim Auge auch gedacht. Da droppt aber gar nichts. Guck, das Erz. Was? Kuproton-Erz. Ach, davon war das? Ja. Ist denn der Schneider? Der hat gehört, wie du das vorgelesen hast und ist ausgezogen. Nee, steht hier. Dummer Schneider. Schneider Mac. Kannst du rosa Farbe kaufen? Ja, wollte ich machen. Nein. Ich finde meine eigene rosa Farbe. Ach, der Extraklinator ist das Ding, was die Dinge, was hier Schlick und so weiter in Schlamm, in wertvolle Gegenstände verwandelt. Achso. Das Ding ist das, okay. Hätte ich gar nicht mitnehmen wollen. Na gut. Falls man sich wieder prügelt, ich stelle noch einen zweiten auf. Irgendwo. Wo noch Platz ist. Am besten grabe ich irgendwo ein Loch und setze den da rein. Weil es mal wieder länger dauert. Genau. Was ist das denn jetzt eigentlich? Schuhspikes, ausrüstbar. Die sind gut. Oh, ermöglicht es dir an Wänden runterzurutschen. Ach ja, hast du was gefunden. Cool. Mensch. Nix, soll ich mal umloggen? Soll ich die ausrüsten? Nein, ich finde meine eigenen Sachen. Marathon-Medaillen gewinnen jetzt. Ne? Ach. Bin's ja schon gewohnt. Ja nicht das erste Spiel, was ich mit euch spiele. Ich habe übrigens einen Wiederbelebungstrank, also falls jemand... Nein, ich weiß, Nick findet seinen eigenen, aber falls irgendein anderer... Nicht. Ich hätte einen. Alter, lass doch los!
Junge! Kannst du dann andere Spieler wiederbeleben? Ich hab keine Ahnung. Mich wiederbeleben bringt ja nichts, ich bin ja dann tot. Genau, wo steht denn da? Naja, verbrauchbar. Belebt wieder. 5 Minuten Dauer. Prima. Ich sterb jetzt alleine. Tschüss. Ah, ich glaube, 5 Minuten, dass du das ganze Draht benutzen und dann innerhalb dieser 5 Minuten stirbst, wirst du wiederbelebt. Ach so. Das bedeutet das, glaube ich. Na gut, ist nicht dumm bei manchen Gegnern, ne? Also, wenn du einen Endgegner oder sowas gegen den antrittst, dann... Boah, kann es schon besser sein, wenn man da vorsichtig mal ein bisschen... Backfish. ...guckt. Warum hat Kevin einen Luftballon genannt? Hat er gefunden? Ich spüre ein wenig Frust. Ja. Ganz klein wenig. Ich dünkt, es ist hier ein wenig Feindseligkeit in der Luft. Ja. Hä? Wer? Gering. Ging es hier so runter? Nein. Ja, es hätte ja sein können, dass man was findet. Nein. Hallo. Weiß ich, was damit gemeint wird. Du kannst an Wände runter rutschen. Ach, cool. Du kannst Wände rutschen. Ja. Jetzt weiß ich, was damit gemeint war. Klang halt ein bisschen seltsam. Gut, es sieht auch seltsam aus, aber ich weiß ja jetzt, was gemeint ist. Wenn du noch die Kletterklauen hast, kannst du ja hochklettern. Und die kannst du auch kombinieren, wenn du die Tüftlerwerkstatt hast. Gesundheit. Warum liegt hier Fleisch? Warum liegt hier Stroh? Schlittschuh! Was? Granitkappe? Was? Hä? Granitklappe? Achso. Was ist das? Es kann fliegen. Es kommt auf mich zu. Keine Ahnung, was ist das? Alter! Irgendjemand macht hier die ganze Zeit Bäuerchen. Na, ich bin so blöd. Da ist noch so ein Vieh. Oh, die Tür ist cool, nehme ich mit. Hinstellen. Hallo. Eine Verderbnisstatue. Kein Schild drauf. Ich da gerade verprügelt die ganze Zeit, aber. Geht ja nicht anders. Nee, stimmt schon. Hm? Nicht. Wie gesagt, geht nicht anders, also. Ja. Oh, was ist denn das für einer? Hm? Ein Granitgolem? Ja, jetzt wollen sie aber wissen hier.
pfeift oder so. Du Blob, du Blöder. Blöder Blob sozusagen. Blob, der, die Blob, Blob. Der Golem rülpst die ganze Zeit da rum. Vielleicht hat er ja Hunger. Und der Furz Fledermaus, so wie es aussieht. Vielleicht ist auch der Paarungsweg. Für dich? Für mich wahrscheinlich nicht, aber. Alter. Haha. Voll kaputt gemacht. Aber hier ist noch einer in der Nähe, deswegen dachte ich, das wäre der Paarungsweg vielleicht. Von oben. Sag mal. Nee, im Schammer. Drogenabhängig. Bist du dem Vorsprung vielleicht, oder? Wenn ich sonst nichts habe. Glück. Die Eiseskälte steigt hoch in dir. Erfolg erreicht hammermäßig. Ja. Spiel weiß, wer der King ist. Also nur rein Interesse halber, Kevin. Sieht man den Ballon? Ja. Okay. Ganz hier schön. Luftballon an der Schnur. Geht auch, ne? So. Okay. Alter. Sauf doch, du blöder Golem. Oh, oh verdammt, das ist ein bisschen mehr Wasser. Ich glaube, das läuft wirklich gleich. Hoppala. Fehlt noch irgendjemandem so ein Schwein für unterwegs? Ja, das habe ich auch nicht gefunden. Aber er möchte es bestimmt wieder selber sammeln. Wenn man es mir schenken will, dann wäre ich nicht. Jetzt wieder. Ich habe hier gerade eins von so einem Zombie gewonnen. Natürlich. Warum klingt er so frustriert? Ich weiß es nicht. Muss heute Abend wieder viele Beine. Spaß. Sorgen.
Was hast du eben gesagt, die ersten paar... Du musst erstmal ein bisschen Spaß besorgen. Achso, okay. Ich weiß nicht warum, ich habe verstanden, ich habe heute Abend erstmal ein bisschen Spaß. Du hörst das Echo von Schreien um dich herum, was, warum? Tobi. Ja? Ich habe eben... Also ich weiß ja nicht, aber ich bin in einer Höhle unten. In einem sehr engen Gang. Das klingt schon wieder falsch. Ich bin hier auch eben erst lang gelaufen. Okay. Muss ich jetzt gleich wieder zurück? Wenn ihr einen Boss beschwören wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Warum sollten wir einen Boss beschwören? Ansonsten kommt jetzt demnächst die Goblin-Armee. Wer kommt? Die Goblin-Armee. Kommt die jetzt? Demnächst müsste sie kommen. Wenn wir was machen? Ich hab das schon gemacht. Oder toll. Wo bist du denn? Im schlimmsten Gebiet. Ich hab 2 Herzen zerstört. Kann die Goblin-Armee kommen. Wenn ich da jetzt noch ein drittes Herz zerstöre, dann kommt das Gehirn von Cthulhu. Ja, warte bitte. Aber... Links lang oder rechts lang? Links. Aber wir müssen das nicht machen. Ich hab ja gerade Stress. Diese Höhle sollten wir auch erstmal ausbauen. Bevor wir in das Gehirn kämpfen. Ich würde jetzt mal gerne irgendwas finden, verdammte Axt. Wie wär's mit einer Axt? Wenn die gut ist. Leg dir das Schwein für unterwegs in die erste Ausrüstungskiste, ganz rechts. Ja, danke. Oh, Tobi? Ist nicht gefallen. Die Spinnen waren ein bisschen viel. Egal. Das Schöne ist, jetzt denke ich, jo, jetzt finde ich was. Und dann war ich da lieber. Jetzt bist du da. Möchtest du eine Holzrüstung haben? Nein. Was blinkt denn da unten? Wie wär's mit einem Dreckklumpen? Ja, oder ein Stein, wenn du hast. Stein würde ich auch nehmen. So, ich hab da von dem, der Hütte oben war so ein Schwertkraftbanner drin. Wer war denn hier schon? Kevin, guck mal bitte. Warst du hier schon, wo ich bin? Erstmal muss ich gucken, wo du bist. Dann will ich ein Ja hören und dann... Ich war da. Ja. Ja. Ich war da schon. Okay. Aber nur bis zu einem gewissen Level. Ja. Also noch dreimal so weit runter, wie du jetzt bist, und dann mach ich da nicht mehr. Okay. Hier ist irgendwas. Ist das ein Schrein oder so? Schrein gefunden. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abbauen. Ich kann es nicht angreifen. Es blubbelt vor sich hin und hat Augen. Ja, das ist ein... Ah, das ist eines. Glaube ich, Augen. Was denn? Und glaube ich, diese Dinger, wenn man drauf haust, kriegst du Schaden. Toll. Warum ist gerade von 140 auf 90 geschrumpft, Nick? Weil ich hast du doch eingefallen bin. Achso, ich dachte, du hättest einfach mal draufgeschlagen. Ja, bleib mal da.
oben. Gerade hier hoch, dann siehst du schon. Hab das jetzt mal, die blöden Fledermäuse. Na. Puh. Wir können das 13 Mal das Auge beschwören. Hm. Ja. Wenn nichts ist. Ich habe noch eine Taschenuhr gefunden. Also wenn jemand noch eine Taschenuhr braucht. Nee. Oh. Wow, ich hab mal was gefunden. Aber auch nur ein Herz. Na ja, immerhin. Ja. Ah. Hi Tobi. Tschüss Tobi. Das ist doch, glaube ich, Wasser hier, oder? Das ist ein Mann. Tiefer grabe, dann bin ich in einem bekannten Garten. Okay. Nee, nee. So. Da ist er. Eine Goblin-Armee nähert sich aus dem Westen. Nach Hause. Links, aus Westen. Mhm. Und schon jemand da? Durch hier warten, wie kommt hierher? Hier ist aber bei weitem noch nichts. Kommen wir auch von ganz links. Frösch im Haus. Zeig ihnen, wo die Locken hängen. Bis sie da sind. Okay, dann sollten wir vielleicht die Folge beenden, ne? 45. Okay. Kann ich das Event noch mitnehmen? Nein? Nein. Okay. Können dauern, die kommen glaube ich von ganz links. Okay, dann. Okay, dann bis dann. Na, bis dann. Ciao. Tschüss.